Ja, hallo, ihr seid hier bei Busse Yachtshop heute. Ne, wir haben hier zwei Mastervolt-Ladegeräte heute. Das sind die kleinen Standard-Ladegeräte. Sehr kompakt, schöne Ladegeräte, die 6 Ampere und 10 Ampere laden können. Die wollte ich euch mal zeigen, gerade im Vergleich, die beiden Geräte. So, wir haben hier einmal ein 12 Volt 6 Ampere Ladegerät. Das ist soweit erstmal ein sehr schön kompaktes Gehäuse. Das ist wasserdicht vergossen hier, kann also nichts passieren, kann auch draußen stehen. Wir haben einmal natürlich einen 220 Volt Schuko-Stecker und dann haben wir hier Plus-Minus-Leitungen für die 12 Volt Batterie. Und das ist auch schon alles, was hier mitkommt. Hier ist noch eine Sicherung und die Anleitung natürlich. Wenn wir es jetzt einmal hinlegen und schauen uns mal im Vergleich dazu die 10 Ampere Version an. Dann sehen wir, das Gerät ist ungefähr doppelt so groß. Ich nehme das mal raus. Wir haben hier natürlich wieder Schuko-Stecker und wir haben jetzt zwei Ausgänge hier, plus minus, ne? Also natürlich zwei Ausgänge für 12 Volt Batterie, noch eine 12 Volt Batterie. Jeder dieser Ausgänge kann 5 Ampere liefern, sodass das in der Summe ein 12 Volt 5 und 5 Ampere, also 10 Ampere Ladegerät ist. Wenn man die in Reihe schaltet, kann man auch eine 24 Volt Batteriebank aufladen mit allerdings dann 5 Ampere in der Summe. Die Verschaltung und Verkabelung ist hier drin angegeben. Mal gucken, ob wir es mit der Kamera einfangen können. Hier ist die 6 Ampere Version. Klar, diese Version geht direkt an die Plus-Minus-Pole der Batterie. Die 10 Ampere Version, 12 Volt 5 Ampere, 12 Volt 5 Ampere, zwei Batteriebänke. Hier ist 5 Ampere, denn die 24 Volt 5 Ampere Version wird so geschaltet, dass hier unten eine Brücke ist. Dann haben wir halt hier außen abgegriffen 24 Volt. Und wenn ich die vollen 10 Ampere auf eine Batteriebank haben will, muss ich beide Anschlüsse auf diese Batteriebank legen. Sehr schön ist auch, dass hier Ringkabelschuhe bei sind. Wenn man jetzt die BK6 nimmt, findet ihr bei uns im Shop. Das sind Batterieklemmen, Plus und Minus, die dann direkt hier angeschraubt werden können. Dann haben wir eine wirklich saubere Verbindung und können das direkt an die Batterie anklemmen. BK6 sind die Batterieklemmen, die würden dazu passen. Gut, das zu den Mastervolt Easy Charge 6 Ampere und Easy Charge 10 Ampere Ladegeräten.